das, was der Bühnentanz ausdrücken kann, also Emotionen oder Geschichten erzählen. Und das kann sein, dass man himmelhoch jauchzend ist in einem großen Sprung oder dass man niedergedrückt ist, denn der Tanz kann sehr, sehr viel irgendwie mitteilen. Das Ballett erfährt im Moment eine große Popularität, bei Jung und Alt. Weshalb das so ist, erfahren Sie von der Tanzkritikerin Ursula Pelaton und der ehemaligen Tänzerin und Tanzwissenschaftlerin Julia Wehren. Bei Pelaton, im Moment sind die Auslastungszahlen im Zürich Opernhaus, aber auch sonst sehr hoch. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg des Balletts? Zum einen ist einfach die Vielfalt des Bühnentanzes heute sehr groß und viele unterschiedliche Teile des Publikums finden irgendetwas, was ihnen gefällt. Und wenn sie dann mal schon im Theater sind, dann merken sie, ja, da möchte ich auch das andere Programm sehen. Dazu ist es einfach so, dass heutzutage die Leute auch das Bedürfnis haben zu einer direkten Begegnung mit Menschen in Bewegungen, von denen sie schon fasziniert sind, wenn sie sie überhaupt nur sehen. Weil das, was der Bühnentanz ausdrücken kann, also Emotionen oder Geschichten erzählen, und das kann sein, dass man himmelhoch jauchzend ist in einem großen Sprung oder dass man niedergedrückt ist, denn der Tanz kann sehr, sehr viel irgendwie mitteilen. Und das fasziniert und es ist interessant, dass der Schwung und die Vitalität, aber auch all die Emotionen, die übertragen sich ja auf den Zuschauer. Man erlebt das ja mit und erlebt sich dann selbst auch irgendwie verwandelt und anders. Mhm. Nun haben Sie aber in einem Interview mit Frau Wehren auch gesagt, die Beliebtheit der Ballettstücke hänge sehr stark von der Musik ab. Ist das jetzt so, dass die Leute wegen der Musik gehen oder wegen dem Tanz? Ich denke beides. Jeder hat einen anderen Grund. Aber es ist ganz klar, dass vor allem die überlieferten, die klassischen Ballette, das, was man als Balletttradition betrachtet, da ist es die Musik. Ich kann mich erinnern, eine Freundin sagte, ich war im Nussknacker. Und dann sagte, wer hat ihn gemacht? Und dann sagt, von wem? Habe ich gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, Tschaikowski. Und das ist natürlich für mich keine Antwort, weil mich interessiert, wer hat choreografiert. Je nachdem kann ich auch den Stil abschätzen und so weiter. Es gibt natürlich auch Experimente, wo Tanz mit Geräusch, mit Perkussion, mit Stille arbeitet. Das gibt es auch. Und die Beziehung von Tanz und Musik, die ist sehr unterschiedlich. Es gibt heute eine große Bandbreite, was Choreografen machen dürfen. Dazu kommt noch, dass auch die Choreografen natürlich die Musik in gewisser Weise ein bisschen ausnützen, indem sie zum Beispiel ihren Balletten die Titel geben von der Musik, die sie benutzen. Also wie Uwe Scholz hat die Schöpfung choreografiert, als er nach Zürich kam, Heinz Spörli, ganz berühmt sind die Goldberg-Variationen von Bach oder von Martin Schäpfer, das Forellenquintett, und jetzt gerade wieder von Christian Spuck, das Verdi-Requiem. Sie, Frau Wehren, haben sich mit der Rolle, also mit dem Körper und mit den Körperbildern im Tanz sehr intensiv beschäftigt. Hat die Popularität mit dem Tanz auch mit diesen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten, über die Identität und Körper zu tun? Ich denke, das hat sicher einen Einfluss, dass sich viele Leute ja auch sehr mit ihrem Körper beschäftigen. Sie gehen ins Studio, sie trainieren den Körper. Und im Ballett hat man ja dann die Hochleistungsform davon. Also es sind ja wirklich unglaublich trainierte Körper. Und man kann aber auch an diesem Körper eben sehr viel ablesen, gerade auch was gesellschaftliche Entwicklung oder das Verständnis vom Körper. Der Tanz ist eine Körperkunst und ich glaube, Kunst allgemein spiegelt auch, was gesellschaftlich aktuell ist. Insofern ganz bestimmt. Sie sagen im Buch, Sie sind auch Spezialistin für Schweizer Tanzszene.
Der Beginn der Ballettgeschichte in der Schweiz beginnt eigentlich 1955, als Jaroslav Berger Schwanensee in Zürich choreografierte. Nun gibt es dieses Schwanensee-Stück schon sehr viel länger, Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt auch die anderen berühmten Stücke wie Giselle, das schon 1841, oder La Sylphide 1832 aufgeführt wurden. Wie kommt es jetzt, dass die Schweiz so hinterherhinkt? Also ich habe hier den Begriff Ballettgeschichte habe ich sehr eng gefasst eigentlich und habe damit gemeint, dass eben die Auseinandersetzung mit den überlieferten Werken, auch mit der Choreografie, nicht in einer neuen Version, sondern mit der Choreografie selbst, dass das in der Schweiz sehr spät angefangen hat. Dass die Schweizer Ballettgeschichte eigentlich sehr vieles der Entwicklung nicht mitgemacht hat, das sind gesellschaftliche, politische Gründe, die Körperfeindlichkeit. Und wenn man so denkt, die Ballettgeschichte, die beginnt ja im barocken Fest, in der höfischen Kultur. Wir hatten keinen Hof, wir hatten Tanzmandate, wir hatten Sittenverbote, man durfte ja auch keinen Goldschmuck tragen und weiß ich was. Also das war alles verpönt. Und als in Europa dann der große Boom des romantischen Balletts war, da hat man in der Schweiz überhaupt erst so angefangen, eigene Theater zu bauen, Theatergesellschaften zu gründen, um aber ernsthafte Stücke, also eben Goethe oder Schiller oder Wagner oder Fidelio von Beethoven, zu spielen. Niemand dachte daran, so etwas wie einen Ballettzauber zu entfalten. Und genauso war eigentlich, das war immer noch so, als eben diese Klassiker, die wir heute als die Balletttradition ansehen, als die uraufgeführt wurden. Die Schweiz hat sich erst irgendwie hineingeklinkt in die Ballettgeschichte mit Dalgros, mit der rhythmischen Gymnastik, mit Laban auf dem Monte Verità und hier in Zürich und dann mit dem ganzen, der ganzen Lawine des Ausdruckstanzes. Eigentlich ja auch von außerhalb, das ist ja, auch spannend, ja. Das ist eigentlich eine Migrationsgeschichte, die Tanzgeschichte in der Schweiz. Es waren immer Leute, die in die Schweiz kamen und Entwicklungen angestoßen haben. Ja, und dann haben die Leute von hier, es war auch etwas für die Emanzipation, weil Frauen, die einen Beruf wollten, da haben die Väter haben ihnen erlaubt, mindestens in die Rhythmik im Konservatorium zu gehen. Und dort haben sie tatsächlich tanzen gelernt, haben dann selber Tanzschulen aufgemacht mit den besten Schülern, wieder eine Kompanie. Und so hat sich das weiterentwickelt. Das war eine sehr große Entwicklung. Und ich glaube auch, dass das dieses Pädagogische und dieses Eigenständige und sich nicht an vorgeschriebene Formen halten, das entspricht irgendwie auch der Schweizer Mentalität. Und dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann auch angefangen, unter anderem sich mit der Tradition auseinandersetzen. Aber wie wir wissen, auch heute wird auch die Tradition wieder, es gibt wieder alle Arten von neuen Versionen, aber wir haben heute eben die Vielfalt, wir haben beides. Und das ist das Interessante, was alle fasziniert. Spannend ist ja auch noch, dass andere Entwicklungen im Tanz, wie der moderne, also der amerikanische Modern Dance oder der zeitgenössische Tanz, das ist alles ein bisschen verschoben in der Schweiz immer und hat dann so eine eigene Form und einen eigenen Weg gefunden, also eine eigene Geschichte für sich, aber eigentlich die Entwicklungen haben immer eher spät stattgefunden, das kann man schon so sagen. Ja. Das ist so, es ist der Tanz ist schwierig aufzuschreiben, festzuhalten auch, und das habe ich auch in Ihrem Buch erfahren, sind hunderte von Werken sind eigentlich nicht notiert, oder in der Ballettgeschichte kennt man nur noch per Name. Woran liegt das? Zum einen hat man eben nicht eine Musik, wie in der Musik, da hat man eine Notation. Und wenn etwas Neues hinzugekommen wird, zum Beispiel ein Crescendo, dann hat man in diese alte Notation, in der Musik hat man neue Symbole geschaffen und hat das ständig erweitert. Währenddem im Tanz, es gibt hundert mindestens, Ballettnotationen. Das heißt, jeder hat selbst etwas ausprobiert, das festzuhalten. Aber
sehr viele sind nicht, kann man nicht mehr entziffern also heute. Schriften heißt ja, sind, Schrift, manchmal sind es Strichmännchen, manchmal sind es wie Notenlinien, wo nur die anatomischen Winkel abgebildet sind und so, ganz unterschiedliche Dinge. Aber es ist nie so, dass das die Leute so gut kennen wie die Notenschrift, die man im Flötenunterricht lernt. Und nicht einmal die Choreografen können das, man hat dann nur Spezialistenwissen. Und eigentlich wollen die meisten Choreografen sagen, wir sind am Kreieren interessiert, wir wollen etwas Neues machen. Und wenn wir halt etwas Altes vergessen haben, ja, umso besser, dann kann ich eine neue Variation entwerfen oder mit dem Tänzer neu arbeiten, etwas anderes machen. Es sind eigentlich die Historiker, die vor allem wissen möchten, wie hat das damals da ausgesehen. Sie sind ja nicht nur Historikerin, sondern auch Journalistin, als Tanzkritikerin. Tätig sie auch, das findet sie auch neben dem Tanz. Und da wäre meine Frage, worin besteht Ihrer Meinung nach die Aufgabe oder die wichtigste Aufgabe einer Tanzkritikerin? Ich glaube, das hat auch schon auch so einen Grund. Man verschriftlicht ja dann das Ereignis, das flüchtig ist und schon wieder vorbei ist und schafft ihm damit noch eine weitere Öffentlichkeit und man bringt es so an eine Leserschaft. Also ich glaube tatsächlich, man will ja die Leute auch dazu bringen, wenn es gut war, sich das anzuschauen. Und wenn es vielleicht weniger gut war, dann kann man immer noch sagen, ja, die Frau Pelaton oder die Frau Wehren, die haben das nicht gut gefunden, dann gehen wir umso mehr hin. Sie haben es verstanden oder sie haben es nicht verstanden. Genau. Ja. Ja. Aber ich denke, primär geht es auch darum, Orientierung zu geben, also Hintergrundwissen, das müssen einzuordnen. Mhm. Ja. Und ich habe gelesen, Sie bereiten sich sehr intensiv vor. Wie tun Sie das bei einem klassischen Stück wie Schwansee zum Beispiel und einer Uraufführung, wo Sie noch nicht viel Material haben? Ja, bei Schwansee kenne ich einfach sehr gut, weil ich ihn eben seit 55 Jahren, ja, mich eigentlich jedes Jahr damit befasst habe als Pädagogin für Tanzgeschichte. Und ich habe das natürlich auch auf Konserve zu Hause. Also ich kann mir Schwanensee so zusammenstellen, wie ich es gern haben möchte. Und ich kenne ihn nicht so gut, dass ich ihn inszenieren könnte, aber ich kenne ihn so gut, dass ich Unterschiede, Abweichungen von bestimmten Versionen, die ich auch kenne, dass ich mir das schnell notieren kann. Und das ist verhältnismäßig einfach. Es ist dann vielleicht schwieriger, in einer Kritik nicht zu stark ins Spezielle zu geraten, sondern nur so einen Überblick zu geben, was ist das Charakteristikum dieses Schwanensees. Bei einem neuen Stück ist es natürlich viel schwieriger, da muss man aus dem Umfeld möglichst viel, wenn Sie sagen, eine Choreografin hat sich mit einem bestimmten Buch befasst, dann muss man halt das halt lesen und sich die Musik hören und dann vor allem sehr wach in der Aufführung, denn das muss man schon wissen. Tanzkritikerin, das ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Man kann nicht zurückblättern, man hat keinen zweiten Blick. Man hat es einmal gesehen und muss nachher gleich schreiben und übermorgen ist das in der Zeitung. Das ist Nachtarbeit. Und eben, man kann nicht sagen, das möchte ich jetzt nochmal wiederholt haben. Das ist schon. Und haben Kritikerinnen auch einen Einfluss auf Aufführung? Ich glaube eher weniger. Tatsächlich glaube ich, dass sich die Choreografinnen und Choreografen da ihre eigene Arbeit weiterverfolgen und das wahrscheinlich schon wahrnehmen, wobei es auch solche gibt, die das nicht lesen wollen. Aber ich glaube, es ist auch nicht für sie geschrieben. Es richtet sich an die Leserinnen und Leser tatsächlich. Das ist ja auch gut so, glaube ich. Das sollen ja auch getrennte Welten sein, sozusagen. Okay. Zum Schluss noch, wenn Sie eine prima Ballerina wären, welches ist Ihre Traumrolle und weshalb? Also ich möchte gerne die Tatjana tanzen in Onegin von John Grenko. Das ist nach Pushkin und interessant ist vor allem diese verschiedenen Pas de Deux, die auch ihre Entwicklung vom jungen, naiven, leseverrückten Mädchen zeigt bis zur Frau, die mit einem Mann zusammenlegt, Kinder hat und dann kommt der alte Geliebte, der sie jetzt plötzlich liebt, er wollte sie vorher nicht haben und in diesen Pas de Deux, das ist so emotional berührend, lebendig, das fasziniert mich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte ich es nicht, aber ich habe das so schön gesehen, dass mich das so ergriffen hat. Ich würde wahrscheinlich auch eine Rolle, die ich nie tanzen könnte, aber das, der Sacre du Printemps von
Nijinsky von den Belarus, Musik von Stravinsky, finde ich ein sehr faszinierendes Stück und das würde mich historisch wahnsinnig interessieren. Die Verausgabung des Frühlingsopfers, ich glaube, das ist eine höchst faszinierende Rolle. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wenn Sie mehr über das Leben und das Wirken von Ursula Peloton erfahren möchten, wenn Sie sich für russisches Ballett und die Schweizer Ballettgeschichte interessieren, dann empfehle ich Ihnen das Buch Ursula Peloton, Tanz verstehen. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit Julia Wehren und der Stiftung SAPA.